Hallo Freunde, ich begrüße euch zu einem neuen Video von mir und ich fange gleich mal an mit einer Planänderung. Ich habe Bankdrücken ausgeführt im Studio und ich wollte ja erst Kniebeuge und Kreuzheben machen. Das habe ich dann aber auf den Freitag verschoben, weil ich doch noch ein bisschen Muskelkater hatte. Und im Studio bin ich bis an 82% gegangen mit 5x1. Nach dem Training habe ich mir gebratene Nudeln gemacht zu Hause. Das waren ungefähr ca. 1200 Kalorien mit 300 Gramm Hähnchenfleisch und einem Gemüsemix. Und danach habe ich ca. 6,5 bis 7 Stunden geschlafen. Das ist so der Durchschnitt in der Woche, die ich schlafe, jede Nacht. So, kommen wir zum Freitag. Da habe ich Kniebeuge und Kreuzheben ausgeführt. Hier kurz der Durchgang. 60%, hier 3 Wiederholungen. Es ist schon etwas anders, als mit Equipment zu trainieren. Es fehlt nämlich der ganze Stress mit dem Anziehen und den Bandagen wickeln. Und ich habe eben hier nur die Kniestulpen. Selbst bei den 75% mit 3x3 war es recht angenehm gewesen. Ich habe keinen Druck gespürt auf den Knien durch die Bandagierung. Die Kniestulpen von SPD machen ganz saubere Arbeit. Ich bin da richtig begeistert, immer noch davon, seit einigen Wochen. Und als ich dann an die 82% gegangen bin, hatte ich auch ein sehr stabiles Gefühl in den Beinen. Und ich konnte die 82% richtig umsetzen, waren zwar etwas schwer, hatte auch sehr hohe Sprünge mit drin gehabt im Training, aber es gab überhaupt keine Probleme. Somit wird die Vorbereitung zur zweiten Landesliga recht angenehm werden. Und heute im Total habe ich 5.562,5 Kilo bewältigt. Ist schon eine enorme Last. Es folgte dann darauf das Kreuzheben mit 82%. Und da ging es auch schon los. Ich habe meine Kreuzhebeschuhe vergessen und musste umsteigen in meine Arbeitsschuhe. Da ich mit den Kniebeugeschuhen kein Kreuzheben ausheben kann, weil die nämlich hinten etwas erhöht sind. Und damit ich halbwegs flach stande, habe ich mir meine Arbeitsschuhe angezogen. So, das Kreuzheben war auch recht gut gewesen im Ganzen. Die 82% bewegte ich heute mit 5 Sätzen à 2 Wiederholungen. Ich bin dann immer kurz vorn rangehen an die Hantel nochmal in mich gegangen. Bildliche Vorstellungen des Hebevorgangs und dann ging es auch schon in die Praxis über. Auch hier im letzten Satz 2 Wiederholungen und als ich die hinter mir hatte, war dann das Training zu Ende. So, nach dem Abgang habe ich dann Cooldown gemacht, leichte Kniebeuge ohne Gewicht, damit die Beine sich für die Regenerierung vorbereiten können und dann kam das Aushängen dran und die Wirbelsäule entstressen. Das sind hier so ein paar Übungen, die ich immer mache und ich merke dann, wie der Druck aus der Wirbelsäule bzw. vom Rücken sich allmählich verabschiedet von mir. Was dann reinkommt, ist dann der Muskelkater und die allgemeine Erschöpfung. Zu Hause habe ich mir dann Singapur-Nudeln und Hähnchenfleisch gebraten. Hier nochmal die Packung, die gibt es so zu kaufen im Supermarkt. Das mache ich dann heiß in der Mikrowelle. Hier ist mal die Nährstofftabelle eingeblendet, was alles so drinne steckt. Ja, so sieht das dann fertig aus, wenn es aus der Mikrowelle kommt. Ich habe zwischendurch noch das Hähnchenfleisch gebraten, leicht scharf und zum Schluss gab es noch 2 Äpfel. So Freunde, das war's für diese Woche gewesen. Am Montag geht es dann weiter. Da werde ich dann wieder das Bankdrücken ausführen und bis dahin schönes Wochenende und macht's gut!